Guten Morgen, ihr Lieben. Wir müssen heute mal auf die Maida verzichten. Die hat sich krank gemeldet, deswegen muss ich das heute mal machen. Und wir sind jetzt hier bei Audi. Und ich habe hier den vor einem Jahr von mir bestellten R6 Performance abgeholt. Und jetzt wollen wir mal gucken, was das Ding so bringt für 180.000 Euro. Fangen wir an hier mit Matrix LED. Das kommt schon mal richtig gut wie eine Lightshow. Vorführeffekt. Ich schließe nochmal ab. Und jetzt müsste der eigentlich, macht er natürlich nicht. Lightshow. Mal gucken, ob es jetzt geht. Achtung. Ah, guck mal. Nee. Nee. Und jetzt beim Zumachen auch nicht. Sag mal. Kann das sein, dass ich zu doof bin, oder? Wahnsinn. Nee, es geht nicht. Oder habe ich das vielleicht ausgestellt? Meistens ist ja, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld. So, jetzt nochmal. Ja, wir machen ein extra Video jetzt nur. Warum schafft der Markus das nicht, die LED-Matrix-Lampen zum Laufen zu bringen? Naja, komm, los mich jetzt ab ins Auto. Wir starten wieder am Autowerk. Typisch Audi. Produktionsqualität im Detail top. So, Soundgenerator. Ich weiß gar nicht, ob das Auto sich von außen genauso anhört wie von innen. Wenn man bei Audi ein Auto für 180.000 Euro kauft, hier kommen die, jetzt machen wir einmal hier Tacho, Reichweite 20 Kilometer. Also das finde ich schon mal echt eine geile Performance. Also deswegen heißt der Audi R6 Performance, weil der Audi-Händler so eine geile Performance hat und ihr Autos hinstellt, die keinen Sprit haben. Naja, komm, wir wollen nicht gleich anfangen zu meckern, ab geht's. Geil finde ich B und O, diese ausfahrbaren Hochtöner vorne. Das macht schon mal Spaß. So. Was wieder keinen Spaß macht, ist hier diese ganze Kacke mit MMI. Melden Sie sich an, Gastzugang, Nutzereinstellung. Diesen ganzen Scheiß braucht kein Mensch. 1 Live hört auch keiner. Das ist betreutes Denken. Das wollen wir nicht. Wie komme ich jetzt hier zum Radio? Ich komme mir vor, wie mein Vater, als er sein erstes Handy gekriegt hat. Ich finde Radio trotzdem geil. Hier 90er, das sind meine Zeiten. Absolut hot. Naja, also der DAB-Tuner funktioniert schon mal. Okay, das lassen wir mal. Brillux Radio, auch geil. Die haben ja einen eigenen Radiosender. Ich dachte, die machen Farben. So, Start, Stopp, kotzt mich immer voll an. Bei jedem Auto, diese Kacke. Oh, Sound ist gut. Am Gas hängt er auch richtig geil. Hoppelt auch wie mein Golf GTI damals. Also Fahrwerk straff. Ich meine, den kann man doch hier bestimmt auch irgendwie auf Sport stellen oder so, ne? Oder Sport Plus oder sowas, das müsst ihr doch haben. Warte mal, wo geht denn das hier? Was haben wir denn hier? Bordcomputer. Bordcomputer, Rundenzeiten. Naja, Rundenzeiten mit 10 Kilometer Reichweite, das lassen wir mal lieber. Ja, ich hoffe, wir kommen zur Tankstelle. Ne, sonst anfassen tut er sich super. Lenkrad ist schön griffig. Sitze gut. Also typisch Audi, da gönnen die sich auch echt keine Schwächen. Hängt auch richtig geil am Gast, das Ding. Achso, ja, mit dem Sprit, da war ja was. Wir fahren jetzt erstmal ein bisschen Luft aus dem Tank lassen. Der Panoramadach ist natürlich gut, habe ich mitbespellt, weil das will immer jeder haben. Benutzen tut es kein Mensch. Ich fahre zum Beispiel immer mit dem Panoramadach, wenn es geschlossen ist. Ach, das ist sogar zweiteilig, das ist ja geil. Man kann man hinten Licht reinlassen und vorne nicht. Panoramadach ist natürlich immer, ich sag mal, wenn man Fahrdynamik leben will, ist das natürlich ein Nachteil, weil das Ding wiegt irgendwie 80 Kilo und sitzt am höchsten Punkt vom Auto. Da hilft dir natürlich das beste Fahrwerk nichts, ne? Das ist klar, weil das zieht da oben in alle Richtungen. Aber gut, nutzt ja auch keiner, ne? Ich meine, guck mal, wir machen hier 5 Meter Start-Stopp, 5 Meter Start-Stopp. So, wenn der jetzt hier mit seiner E-Tonne sich mal irgendwie verdrückt, da mit seinem Skoda, ja, dann siehst du wieder, da stehen wir. Naja, also hier Schaltwippen,
Die hätten natürlich rot sein können bei so einem Performance. Finde ich schon irgendwie geiler. Ach so, dickstes Ding. Ich bestelle ein Auto in matt mit Designpaket schwarz und Carbonpaket. Was kriege ich? Ein Auto, wo die Audi-Zeichen vorne und hinten in Chrom sind. Also, ich sag nur, Abteilung RS Sport bei Audi, herzlichen Glückwunsch für diese Designidee. Jetzt müssen wir mal gucken, ob unser Lieblingslackierer Kobusch die Dinger da alle abkriegt und den schwarz umlackiert, weil so kannst du ja nicht in der Gegend rumfahren. Weiß ich nicht, ob die da nicht mitdenken oder so. Ja, Fahrwerk, du merkst es hier am Kameraruckeln, straff wie sonst was. Aber sag mal, hier gab es ja irgendwo einen Knopf, wo du den Fahrmodus einstellen konntest, ne? RS und Lenkrad. RS. Rechts, neben Bordstein. Aber ach da, ja, siehst du, das ist, wenn du so in meinem Alter bist und nichts mehr siehst. So, und jetzt wähle ich hier. Achso, da muss ich noch mal drauf drücken, oder was? Ah. Das hier und hier ist der Drive Select. Ja, so, Drive Select, genau. So wollten wir das haben. Sportlich, 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 präsent. So, jetzt machen wir erstmal Tank Select hier. Unsere Freunde bei Hempelmann freuen sich, das gibt jetzt wieder hier Umsatz. Achso, warte mal, ist da Super Plus? Ja, hat er, alles klar. Das muss nämlich hier rein, das gute Super Plus. So, pass auf, jetzt zeige ich dir noch mal eben die geil glänzenden Audi-Zeichen. Alter, ist doch nicht normal, oder? In Chrom. Alles andere Carbon und Schwarz, Auto matt und die Audi-Zeichen in Chrom. Und hier hat wieder einer Diesel auf den Fußboden getankt. Das ist richtig geil, das schleppen wir jetzt gleich mit unseren Schuhen auf die nagelneue RS-Fußmatte. Die finde ich übrigens ganz schick. Ja. Also die finde ich ziemlich geil mit diesem roten Keder drumherum und das RS-Zeichen da drin. Da haben wir übrigens auch das RS Performance, kann man jetzt den Helm nicht so richtig gut sehen. Auf dem Bürgersteig. Oder hier auf dem Tankstellenboden. Dieses matte Carbon. Struktur finde ich auch ganz gut mit dem Alcantara hier, das ist schon echt gut gemacht, das muss man wirklich sagen. Da leistet sich Audi auch überhaupt gar keine Schwächen. Und der müsste, wenn ich mich recht entsinne, habe ich Softclose bestellt. Ja, geht. So, was sagt die Tanksäule? 50 Euro reicht erstmal für eine kleine Struktur, ne? Also das sieht echt mega aus. Das ist Neodym in Gold mit rotem Keramikbremssattel. Also mehr geht definitiv nicht designmäßig. Also das finde ich, muss ich mich mal selber loben, weil ich habe ja Geschmack. Also starten, Sound ist schon mal nicht so schlecht. Ne? Also das muss man. Wobei man sagen muss, wenn man einen Aston Martin Vanquish S hat, gibt es im Kaltstart irgendwie kein Auto mehr, was einen noch irgendwie beeindrucken kann, was den Sound angeht und die Vibrationen. Deswegen sind wir ein bisschen verwöhnt hier. So, jetzt Tankstelle. Alter, wir sind Hauptsponsor der Bundesrepublik Deutschland. 50,87 Euro, 26 Liter. Unfassbar hier. So, jetzt machen wir uns mal schnell aus dem Staub, bevor uns hier die Weißköpfige die Tür ins Auto rammt. Das kommt, glaube ich, nicht so gut. Wie geht denn hier der Rucksack? Das Panoramadach wieder. Ja, brauchst du Licht? Ja, wir hatten die Tage ja echt schönes Wetter. Das ist jetzt ja wieder vorbei hier und kalt wird es auch gerade. Deswegen Sitzheizung. Du auch, oder? Sitzbelüftung habe ich auch mitbestellt. Sitzheizung hinten auch. Also das ist alles da. Lenkradheizung gibt es beim Wildlederlenkrad hier nicht. Weil beim Alcantara-Lenkrad gibt es keine Lenkradheizung. Muss man sich also entscheiden, abgeflacht und griffig. Oder aber Golfball-Look mit Lenkradheizung.
Ja, alles klar, Junge. Ey. Ich weiß nicht, was mit den Leuten allen nicht stimmt. Aber so typisch weißer Polo und Rentner drin. Der hat es natürlich um die Uhrzeit. Der kommt gerade vom Einkaufen, der hat es eilig. Dann gucken wir mal, jetzt geht das hier wieder los, Nils. Online-Dienste brauchen wir alles nicht. Wir wollen ein bisschen Musik hören und auch nicht eins live. Aber warte mal, da kann man den Sender, kann man doch auch hier irgendwie über die... Ja, was haben wir noch? Auto hängt gut am Gas hier, aber ich bin auch im S-Modus unterwegs. Hier so für die Stadt hinter der Straßenmeisterei herzufahren, bringt das natürlich nicht viel. Machen wir nochmal Drive Select. Was haben wir denn da? Da haben wir Dynamik. Wir gehen mal in Komfortmodus. Mal gucken, wie der da ist. So, noch einen. Ja, so, jetzt gucken wir nochmal. Also da merkt man sofort, der ist leiser. Der ist leiser. Er ruppelt auch nicht mehr so. Lenkung ist nicht mehr ganz so direkt. Wir halten mal Kamera fest. Wir lenken hier mal ein. Also trotzdem, also Top Komfortmodus, ist der echt direkt an der Lenkung. Das kann man nicht anders sagen. So, von vorne hässlicher i7. Ja, ich weiß nicht, wolltest du ein bisschen auf der Autobahn oder? So, ja, das kannst du nachher ohne mich machen. Ja, los, komm. Wir gucken mal, welche Position wir in der Nahrungskette so einnehmen mit so einem RS6 Performance. Wobei um die Uhrzeit ja eigentlich, das ist ja Außendienstlerzeit und LKW-Zeit. Eine Autobahn. Heißt rechte oder linke Spur belegt? Ja, mittlere Spur auf jeden Fall immer belegt. Die Vertreter sind auf der linken. Ja, ja, das ist klar. Die kommen mit ihrem A4 TDI, C-Klasse oder was auch immer die so fahren im Moment, kommen die von hinten und immer Anschlag. Die erkennst du auch bei so einem Passat, erkennst du kannst auch an so einem Auto immer erkennen, was die so für eine Stellung in dem Unternehmen haben, weil die sind ja budgetiert, die Autos. Und so Passat ohne Dachreling, da weißt du, da ist beruflich noch Raum nach oben. Der war nicht so viel, der hat dann nur einen Multikontursitz Fahrerseite, ein Navi mit Bluetooth und hier Multimedia-Zeug und alles andere hat er sich gekniffen, weil mehr ging ins Budget nicht rein. So, tanken erkannt, jetzt zurücksetzen, ja, das wollen wir auf jeden Fall machen, zurücksetzen. Oh, guck mal hier mit G-Force. Was haben wir denn hier? Wenn wir hier durch die Kurve fahren, 0,2. Ja, das ist noch nicht so wirklich viel. So, Leistung 2%. So, jetzt geht's schon los hier mit diesem ganzen Elektronik-Kack. Dieses Klimper, wenn du schneller fährst als 50 hier. Verkehrsschilderkennung 50 km/h. Start-Stopp, das müssen wir da auch irgendwo ausstellen können, oder geht das nicht mehr? Es gab mal Autos, da konnte man das noch ausstellen. Hier offensichtlich nicht. Ah, da, guck mal. Ja, guck mal, wenn ich dich nicht dabei hätte, wäre ich schon aufgeschmissen. Wie gesagt, ich fühle mich auch so ein bisschen wie mein Vater, der, als er sein erstes Handy gekriegt hat. Also irgendwie kann ich da nicht mehr mithalten. Das ist also, und dann kommt noch hinzu, dass ich irgendwie ab meinem 48. Lebensjahr meine Augen irgendwie, was die Detailansicht irgendwie stark nachgelassen haben. Und da musst du mal dreimal hingucken und auf die Straße gucken und die Schlaglöcher umfahren, weil die Stadt Herford irgendwie nicht so, Asphalt ist nicht so deren große Stärke hier. So, also wir haben Spurhalteassistenten an und Verkehrsschilderkennung an. Das wird wahrscheinlich dieses Assistenzpaket Plus sein. Also das Auto weist mich freundlich darauf hin, wenn ich zu schnell fahre, mit einem absolut nervenden Piepton. Und jetzt wollen wir gleich mal gucken. Ich habe das beim G63 auf der Autobahn gehabt. Der hat dann bei 160 einen Lenkeingriff gemacht. Ich habe gedacht, ich fliege von der Autobahn. So, siehst du, geht schon wieder. Hast du gehört? Scheiß Gepiepe. So, jetzt machen wir mal, was haben wir brauchen für einen Modus hier? So, Dynamik. Das reicht ja schon mal. So, ah, guck mal, jetzt kommt der Sound. Jetzt hängt das Getriebe dran. Jetzt bin ich mal auf M. Jetzt fahren wir mal. So wie Timo Rumpfkeil mir erklärt hat, wie man durch eine Kurve fährt. Und der muss es ja schließlich wissen. So, und der kommt ja aber echt gut aus der Kurve raus hier. So, und jetzt merkst du schon, wie der hier an dem scheiß Lenkrad reißt, wenn ich den Blinker nicht betätige. Das ist so abnervend. Das ist unglaublich. Dazu dieser Piepton mit der Geschwindigkeitsbegrenzung. Ätzend, absolut ätzend. Also da hast du echt schon keinen Bock mehr. Und ich wette dafür, das ist wie bei den ganzen Mercedes-Dingern auch. Wenn du einsteigst, du musst alles erstmal wieder ausschalten. Jedes Mal. Da hast du echt keinen Bock drauf.
So, jetzt gucken wir nochmal hier. Nicht, dass wir uns hier gleich ein schönes Erinnerungsfoto machen. Oder wir warten einfach, bis wir auf der Autobahn sind. Halt mal die Kamera fest. Kalte Keramikbremse hinter uns ist gerade keiner. Bei 100. Achtung. Oh, der hält aber gut an. Die packen sie weg. Bist weg, oder? So, ne, die hat ganz gut zugepackt, das kann man nicht anders sagen, obwohl die jetzt kalt war. Ne? Da muss man ja auch mal so ein bisschen, muss man ja mal so ein bisschen darauf achten. So typische Geschichte. Hörst du das Gepiepe? Da haben wir natürlich Pech gehabt und haben hier den Monteur-Bulli erwischt, der mit exakten 55 km/h auf den Beschleunigungsstreifen abbiegt. Und jetzt stellt sich die Frage, das Wort Beschleunigungsstreifen, was will uns das sagen? So, siehst du, merkst du wieder, ne? Also wir müssen das gleich unbedingt ausschalten, diesen Spurhalteassistenten, weil das nervt dermaßen. Du musst auf den Blinkerhebel gedrückt halten. Jetzt wusste ich auch mal einmal was. Ja, das mit Schnellfahren wird das hier definitiv heute nichts. Jetzt guck dir das an. Es ist auch wieder irgendwie Bahnstreik oder so, glaube ich, oder Fluglotsenstreik oder Milchkannenfahrerstreik. Das ist ja ganz große Mode jetzt streiken. Was ist das für eine hässliche Tonne? Alter Schwede. Oh, jetzt, da ist der erste Vertreter, der erste Außendienstler. Düsseldorfer Kennzeichen, RS6, Diesel, Hybrid. Immer am Anschlag. Guck, und da ist das Klassenduell. Wenn wir jetzt in der afrikanischen Savanne wären, würden wir sagen, da sind die Hyänen, jetzt kommt der Löwe. Irgendwo 160. Aber die Jungs lassen sich immer nicht lumpen da. Jetzt 190, aber wir haben eben noch drüber gesprochen. So, hier Opa mit dem Elektroscooter, LKW und die beiden Außendienstler. Die sind jetzt bestimmt schon ein bisschen spät dran, 10 Uhr. 11 Uhr Termin in Dortmund, könnte knapp werden, hat es ja auch nicht geblitzt werden. Hat er so eine Fahrt mit dem S900 Brabus Rocket und die ganze Zeit A6 hinter mir und abdrängeln und dann wurde es dann irgendwie freigegeben, dreispurig. Und ich war so abgenervt, weil er mich wirklich 8 oder 9 Kilometer wirklich provoziert hat, dass ich vor lauter Wut das Ding direkt von 80 auf 351, wo der abgeregelt hat, durchbeschleunigt habe. Ja, da war dann auch nicht mehr zu sehen. Oh, jetzt guck mal, das RS-Cockpit, das haben sie aber schön gemacht hier. Guck mal, pass auf, die Drehzahl, wenn die jetzt gleich in den Drehzahlbereich geht. Guck mal, jetzt grün, gelb. Und dann kurz vorm Drehzahlbegrenzer geht es dann rot. Also das ist mal ganz nett. Also das finde ich ganz gut. Und das ist auch ganz übersichtlich. Hast du auch im Head-Up, oder? Im Head-Up habe ich das auch. Und im Head-Up leuchtet auch die ganze Zeit Abstand. Nehmen wir mal an, das soll mir signalisieren, dass ich zu nah auffahre. So, jetzt haben wir aber hier mal, pass mal auf, weißt du was, wir haben hier ja ein Autobahnkreuz und wir müssen ja sowieso zurück, weil die 27 Liter, die wir da reingemacht haben, die sind gleich wieder alle. Dann fahren wir jetzt mal hier einmal, guck mal, vorschriftsmäßig, ohne Abstand. Mein Sohn hat immer gesagt, nah drauf ist, wenn es Plastik knirscht. So, wir sind noch nach wie vor im RS-Modus und jetzt machen wir mal hier Autobahnauffahrt und Abfahrt. Das ist immer das Gute an so einem Autobahnkreuz. Da kann man mal gucken. So, du hältst schön die Kamera und dich selber fest. Jetzt gucken wir mal auf GeForce hier, was da so kommt. Ja, da läuft schon schön rein. Muss man nur stabil halten. Aber der fängt jetzt hinten an, das Rad zu heben. Merkst du das? Der nickt da vorne zu weit ein. Das ist das, was ich gesagt habe mit dem scheiß Panoramadach. Das braucht kein Mensch. So, jetzt nochmal hier einmal. So, und wieder vor der Kurve einbremsen, einlenken. So habe ich das mal gelernt. Und dann mit einer Lenkbewegung durch die Kurve und nicht schalten und nicht bremsen. Weil sonst fängt er nämlich an mit einer Lastwechselreaktion und dann... Das sind so Kandidaten, die haben vor einer halben Stunde das letzte Mal in den Rückspiegel geguckt und du machst hier irgendwie bei 250 Meter irgendwie 60, 70 Meter pro Sekunde. Das ist natürlich brandgefährlich. Ne? Jetzt können wir nochmal gucken, vielleicht haben wir Glück und da vorne ist gleich ein bisschen frei. Dass wir noch mal gucken können, wie der so von 150 auf 250 geht. So, und da haben wir jetzt wieder, was haben wir jetzt? Passat aus Stendal oder Golf aus Stendal?
fahren, weil wir Gefahr laufen, dass der Smart da vorne in die gleiche Richtung will und dann ist mit der Auffahrt wieder nichts mehr. Da kann man nur hoffen, dass der ins Lipperland will. Will er natürlich nicht, aber ich habe noch eine Idee. Ich habe noch eine ziemlich gute Idee. Schon festhalten die Kamera, dass die nicht einen Abflug macht. Oh Junge, ey, gucken wir an. So. Jetzt legen wir nochmal einen anderen Gang ein. Was sagt die G-Force-Messung? 0,7. Fühlt sich an wie 3,0. Weil wie ich schon gesagt habe, das Dach, das reißt so an dem Auto. Man kann sich das echt nicht vorstellen, dass das so viel ausmacht. Das ist eben so, bestellst du so ein Auto ohne Panoramadach, dann das ist dann irgendwie dann als Gebrauchtwagen nicht mehr zu verkaufen. Definitiv nicht. Genau wie auf die Keramikbremse. Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, du fährst so eine typische Alltagssituation, du fährst, was weiß ich, keine Ahnung, von Hannover nach Dortmund und fährst eine Stunde lang 130 mit Abstandsregeltempomat. Ist ja so, im Tagesgeschäft machst du das ja so. Und es regnet und es ist 5 Grad, so typisch ostwestfälisches Wetter. Und dann musst du irgendwann, weil wieder irgendein Ochse mit einer B-Klasse oder einem Golf Plus meint, er müsste von einer Autobahnauffahrt mit 70 direkt auf die dritte Spur fahren und du musst bremsen. Dann trittst du einmal absolut ins Leere, weil so eine Keramikbremse einfach auch Temperatur braucht. Und die hat die dann nicht. Die wird durch die Feuchtigkeit runtergekühlt, die wird nicht benutzt. Es gibt wohl mittlerweile also auch Bremsanlagen, die die Bremsklötze regelmäßig anlegen, um die Bremse auf Temperatur zu halten. Was, denke ich, aber den Verschleiß erhöht. Und wenn du beim freundlichen Audi-Partner Bremsscheibenklötze machen lässt mit Keramikbremse, bin ich ganz sicher, ist ein 8er oder ein 10er ist weg. Ganz sicher. Großer Vorteil einer Keramikbremse, du hast nie Bremsstaub auf den Felgen. Also zum Putzen sensationell jetzt, ne? Ja, wir haben hier leider 100 km/h. Das hat ja meine Frau bei der Testfahrt mit dem Aston Martin DBX mal wieder absolut akkurat überhaupt nicht interessiert, wie ich in dem Video sehen konnte. Die ist da auch komplett schmerzfrei. Also die latscht dann auch einfach drauf. Das macht sie ja so liebenswert. Aber ansonsten geiles Auto, kann man nicht anders sagen. Ich fühle mich wohl, ich sitze gut, Sitze lassen sich gut einstellen hier, gute Sitzposition, 4 Liter Biturbo mit 630 PS. Geht wie Schwein, würde ich sagen, also für so ein Familienkombi hier mit großem Kofferraum. Ich glaube auch, dass du mit dem Auto tatsächlich 1000 Kilometer fahren kannst, ohne dass dir was wehtut. Und ich glaube auch, dass du halbwegs vernünftig damit mal über Nürburgring scheppern könntest, wenn du das wolltest. Gekostet hat er, glaube ich, Liste 185. Wir haben natürlich ein bisschen Rabatt gekriegt, weil der Audi-Partner sich da ja auch nicht so richtig lumpen lässt. Ja, und ansonsten reinbestellt habe ich alles hier. Schlüssel, Standheizung mit Fernbedienung, MMI mit allem, was man so braucht, Sitzheizung, Sitzbelüftung, vorne, hinten, ja. Und ansonsten haben diese Dinger ja auch alles irgendwie, ne? Dieses Assistenzpaket Tour, Assistenzpaket Parken hier mit 360-Grad-Kamera. Ich weiß gar nicht, gibt es das bei Audi überhaupt, dass der selber einparkt? Ja. Dann wird er das haben, weil das habe ich mit Sicherheit mitbestellt. Oh, hier liegt irgendjemand, der überfahren wurde. Ja, und ansonsten hier Carbon-Paket habe ich bestellt, ne? Innen, das finde ich übrigens ganz gut, weil das so mit Struktur ist und das ist matt, ne? Also es gibt ja tatsächlich auch Hersteller, die vergeigen das irgendwie, dass das total billig aussieht, aber das ist echt gut gemacht. Ja, Head-Up-Display hat er. Panoramadach haben wir schon ein paar Mal drüber gequatscht. Und die restlichen Interieurteile habe ich hier in diesen Schwarzglanz genommen. Da muss man mein Handy auf den Tankkollektor rausnehmen. So. Ja. So. Ja. So, hier müsste eine Handy-Ladeschale drin sein. Ist tatsächlich auch. Deswegen könnte ich ja eigentlich auch den Beleg und mein Handy da mal reinlegen. Leuchtet aber nicht. Ja, doch, jetzt. So. Siehst du? Ich könnte natürlich auch mein Handy mit dem Auto verbinden, was ich nicht mache. Nachtrag zum DBX. Das hört sich tatsächlich so an, als wenn da so ein Männchen im Armaturenbrett sitzt, was mit so einem kleinen Hammer auf so ein Kupferstück haut. So. Weißt du, so irgendwie. Also wer sich das, ja genau, wer sich das ausgedacht hat, weiß ich nicht.
da hast du schon keinen Bock mehr zu blinken. Sensationell, also der hängt echt gut am Gas. Gangwechsel ist für ein Serienauto echt schnell. Und wie gesagt, fahren, der gibt sich überhaupt gar keine Schwächen. Und du hast eine mega Bandbreite. Du kannst deine Familie einpacken, Kofferraum vollstopfen und fährst nach Italien in Urlaub. Oder was weiß ich, nach Spanien oder sonst wohin. Ausreichend Platz, sitzt gut, Auto fühlt sich gut an, der ist langstreckentauglich. Und du kannst eben den hier auf Dynamik Plus stellen und dann hast du das Gefühl, du sitzt hier in so einem Langstreckenauto irgendwie. Ne? Also die Lenkung ist echt direkt. Du hast ein Gefühl zur Straße. Und der überfordert den Fahrer auch nicht, alleine durch die Tatsache auch, dass der einen Allradantrieb hat. Also das ist schon echt, das habe ich eben in der Autobahnabfahrt und Auffahrt gemerkt, wenn du den auf Zug hältst, ist der auch wirklich spurstabil. Ne? Das kann man nicht anders sagen. Also das ist schon echt gut gemacht. So, jetzt hat Victor hier seinen 993 Turbo hingestellt. Der fährt natürlich ganz anders. Also wenn man da drin sitzt, dann muss man Auto fahren können. Das ist nichts für die Hobby-Autobahnfahrer, definitiv nicht. Da ist nichts mit Assistenz. Nee, aber eigentlich geil, ne? So. Ja, das ist ein Auto. Das ist ein richtig geiles Auto, ist das. Das ist aber auch ein richtig geiles Auto und damit beschließen wir das jetzt hier. Und das nächste Auto macht dann wieder die Maida. M3 Touring, habe ich gehört. Oder und i7. Mit einmal alles. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.